ist denn das für ein Typ? Der ist doch fertig. Auch ein Jogger. Nicht so jung wie ich, aber genauso flink. Sportlicher Typ. Muss der sich jetzt hierher hocken? Ich will meine Ruhe. Ist doch jung geblieben. Immer oben auf, so. Die Sorte hat Klasse. Was ist denn das für einer? Segeln! Schönes Hobby. Natur und so. Eine ganz unangenehme Art hat dieser Kerl. Der ist ja schwul. Ach, der kann mit Gefühlen nicht so recht umgehen. Aber gerade das macht ihn so stark und liebenswert für mich. Der ist doch total fertig. Und wie der mich anglotzt. Der ist doch bestimmt asozial. Puh, jetzt reicht's. Ich spreche ihn an, den bunten Hund. Mit so jemand muss man eine Freundschaft aufbauen, aktiv werden. Der hat Stil, Charisma und Lachfältchen. Ja, wie mein Vater, das muss ich ihm sagen. Sie Warum glotzen du mich so saublöd an? Scheiße, ich hab mich getäuscht. Der ist ja ganz nett. Ach, der ist ja gar nicht so, wie ich dachte. Wie der mich ansieht. Er nimmt sich das Stirnband ab. Signalisiert wohl seine Kampfbereitschaft damit. Bietet mir die Stirn sozusagen. Der könnte glatt mein Sohn sein. Theoretisch. Hat wahrscheinlich seinen Vater verloren, der Junge. Ich kann mich doch nicht schlagen. Das geht doch nicht. Ich bin total ungeübt in sowas. Der ist riesengroß. Ich bin total jung. Autounfall. Und er bestimmter Fahrer. Mein Gott, die ganze Familie ausgelöscht. Und jetzt sieht der Arme so eine Art Ersatzvater in mir. Ja klar, natürlich. Das Tattoo. Klar, ein Ex-Knacki. Der vergewaltigt mich am Ende. Gleich fasst er mich an. Wie konnte ich nur so naiv sein, ich Idiot? Wenn ich jetzt fliehe, bringt er mich um. Der braucht meine Zuneigung. Hör mal zu, Kleiner. Hey! Okay.